Hier ist noch einmal aus Münster, Jens Kotala! Ja, ich bin klein. Bayreuth, ihr seid ganz schön krasse WemserInnen. Ich habe noch 2 Tragiktaschen und keine CDs mehr. Bitte kauft erst die 2 Tragiktaschen, bevor ihr den Schwarzmarkt eröffnet. Das wäre sehr cool. Ich kann das gebrauchen. Ich muss jetzt kurz eine Abfrage mit euch machen. Stellt euch mal am besten einfach euer Lieblingstier vor und das Geräusch, was dazu macht. Ich werde euch jetzt gleich Fragen stellen und macht einfach euer Tiergeräusch, wenn ihr die positiv beantwortet. Ist ganz einfach. Wer hier ist Student oder Studentin? Wow, das sind weniger, als ich erwartet hatte. Sind so wenig, oder hattet ihr Angst, jetzt Geräusche zu machen? Ich probiere das nochmal. Ist jemand hier Student oder Studentin? Ah, ein paar mehr. Super. Wer ist Ersti? Keine Erstis heute anwesend? Keine Erstis? Okay, krass. Wer studiert soziale Arbeit? Gibt es hier? Oh, okay. Ich frage das nur, weil ich habe soziale Arbeit studiert. 13 Semester lang. Auf Bachelor. Ich sag das nur kurz gern vorweg, weil in diesem Text werden vielleicht auch Erstis angegriffen. Ich möchte euch damit nur zeigen, so, ich bin selbst kein Vorbildstudent und nehmt es mit Humor. Eine Frage noch, wer kennt den Künstler Alligator? Yay, voll krass. Ich werde jetzt gleich anfangen zu singen und ich bitte euch mit einzustimmen einfach. Drogen nehmen ist das Lied und wir singen den Refrain. Ich fange einfach an, ihr stimmt einfach dann mit ein. One, two, ich kann nicht singen. Komm, komm, wir gehen, komm, wir... Vielleicht kann ich doch singen, das klingt gut. Komm, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Weißt du, sage ich zu Mike, ich hasse diese besoffenen Idioten, die jeden beschissenen Chorus mitsingen. Und wenn sie den Text nicht kennen, dudeln sie irgendwas vor sich hin. Gibt Mike zur Antwort zurück und mehr nicht. Ich sehe zu ihm herüber, zu diesem Mountain-Double und folge dann seinem Blick. Dieser hängt an den Hüften einer x-beliebigen jungen Ersti-Dame mit kurzem Rock, die, schon mäßig betankt, zur Musik wackelt und vermutlich das erste Mal vor ihren Helikoptereltern in Sicherheit und dank G8 wohl auch noch gefährlich minderjährig ist. O-Woche, Orientierungswoche oder auch Ersti-Einführwoche. Wobei vor allem Alkohol und andere Lebenssäfte in Erstis eingeführt werden. Das ist echt so. Wie wir es hassen, wenn unsere eigentlich gemütlichen Läden von Dummheit und Naivität auf 2 Beinen geflutet werden und die Besitzer plötzlich meinen, einen auf Mainstream machen zu müssen. Wir hassen das. Also naja, ich hasse das. Mike mag unsere Läden, doch wenn sie mit diesen Bumsbirnen gefüllt sind, mag er sie einfach noch ein bisschen mehr. Hey, ich fuchtle vor Mikes Augen herum. Hey, Mike, hörst du mir eigentlich zu? Manchmal, er schmatzt, während er das sagt, dreht sich dann in meine Richtung, guckt mir kurz in die Augen, reckt sich dann zu seinem Bier und in einer schnelleren Bewegung, als man das von diesem Tier von einem Tier erwartet hätte, ist er auch schon wieder der Tanzfläche zugewandt. Ey, sorry, aber du laberst so oft so eine Scheiße. Während er das sagt, suchen seine Augen hektisch nach dem jungen Ding. Mike ist übrigens der einzige Mensch auf Erden, der so mit mir reden darf. Zugegeben, er denkt selten darüber nach, was er wie sagt, aber hey, ich weiß das doch und genau deswegen liebe ich diesen Typen einfach. Seine Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen, ist herrlich erfrischend. Der Chorus setzt ein, Gesundheit, und unser warm laufendes Gespräch wird von krakelnden Kehlen unterbrochen. Ich halte inne. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter, denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Weißt du, sage ich wieder zu Mike, ich habe neulich ein Video gesehen. Was für ein Video, fragt Mike, während seine Augen weiter der Tanzenden folgen. Es ging um die Abholzung des Regenwaldes. Während ich rede, also genau jetzt gerade, also in den letzten 10 Sekunden, wurden weltweit 5 Fußballfelder gerodet.
Allein in Brasilien wurden 2017 7000 Quadratkilometer platt gemacht. Das ist die viereinhalbfache Fläche von London. Und das war nur in Brasilien. Aber das Heftigste an dem Video war eigentlich der Orang-Utan, der einen Bagger angegriffen hat. Das war so krass, der ist einfach so drauf los, ohne Angst. Tierschützer haben ihn dann betäubt, damit er sich nicht verletzt. Während ich so vor mich hin schwadroniere, passieren zwei Dinge gleichzeitig. Ein vermeintlicher Kommilitone tanzt erst die Prinzessin an und als Mike das sieht, spannen sich all seine Muskeln an, das T-Shirt wirkt enger als zuvor, das Alpha-Tier ist zur vollen Größe aufgeplustert. Kein Tierschützer der Welt könnte diesen Silberrücken von einem Gorilla, von einem Menschen stoppen können. Da ich gerade kein Betäubungsgewehr zur Hand habe, muss ich versuchen, sein Aggressionsproblem auf mich zu lenken. Ich muss weiter auf ihn einreden, dann ist er zwar sauer auf mich, aber mir wird er nichts tun. Ich bin schließlich in seinem Rudel aufgewachsen. Seine und meine Eltern waren schon vor unserer Geburt Freunde gewesen. Doch bevor ich zu einem Satz anheben kann, strömt der Chorus aus den Boxen und meine Worte ertrinken in der Stimmenflut. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Weißt du, sage ich zu Mike und hoffe, dass ich seine Aufmerksamkeit erreiche. Es schwimmt verflucht viel Plastikmüll in unseren Weltmeeren. Was ist los? Plastik, geh mir doch nicht mit sowas auf den Sack. Du siehst doch, was hier los ist. Mike sagt das mit Nachdruck. Ich sehe schon, er hat seine eigenen Probleme. Und wer seine ganz eigenen Probleme hat, für den wären unsichtbare Probleme nichtig. Warum konnte da nicht einfach ein bisschen Mikroplastik oder ein regenwaldbaumfällender Bagger das Mädel antanzen? Mike würde sie einfach verprügeln und die Welt wäre gerettet. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Das Lied verstummt. Ein paar Betrunkene jubeln neben DJ und Alligator zu. Weißt du, probiere ich es ein letztes Mal. Dafür, dass sich der Mensch für das Höchste der Gefühle hält, ist er doch ziemlich dumm. Wir halten uns für intelligent, doch wie intelligent können wir schon sein, wenn wir unseren eigenen Schatz abwracken? Die ersten Töne des neuen Songs erklingen. Die Gen schleudert von der Tanzfläche, hat keine Ahnung von guter Musik und verpisst sich. Das Problem ist weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Einfach so, Mike entspannt sich. Manchmal glaube ich, also es offenbart sich heute ein bisschen anders, aber ich glaube, wir sind noch immer so stumpf und triebgesteuert wie in der Steinzeit. Ja, triebgesteuert, gibt Mike zurück und grinst mich jetzt direkt an. Ja, triebgesteuert. Mehr Zustimmung kann ich heute wohl nicht verlangen. Ich leere mein Glas und drehe mich zur Theke. Das Lied wird lauter, es sind die Stones, Painted Black, mein All-Time-Favorite. Ich pfeife mit und beginne mit der freien Hand auf das Holz zu trommeln. Mit dem leeren Glas signalisiere ich, dass ich noch eins nehme. I see the girls walking by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Während ich voller Leidenschaft mitsinge, packe ich Mike am Arm und zerre ihn auf die Tanzfläche. Vielen Dank fürs Zuhören.